Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch den zweiten Teil der kleinen Serie vorstellen, wie ich eben meine erste Million in FIFA 18 geschafft habe. Dazu habe ich jetzt 5 Tipps herausgesucht und mit diesen Tipps könnt ihr euer Budget extrem schnell optimieren. Und bevor wir noch mit dem ersten Tipp beginnen, möchte ich euch noch auf mein Instagram hinweisen. Dort heiße ich FIFA_David. Könnt ihr mich gerne auch mal abonnieren dort. Würde mich sehr, sehr freuen. Dort bin ich auch in letzter Zeit richtig aktiv geworden. Und dann möchte ich euch natürlich noch das Gewinnspiel näher bringen. Ihr kennt das Ganze schon. Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreiben, um eben am Gewinnspiel teilzunehmen. Das Ganze wird Ende November aufgelöst. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch schon mit dem ersten Punkt, wie man eben Easy Coins bekommen kann in FIFA 18. So, und dabei geht es direkt mal um die Squad Building Challenges und hierbei muss ich sagen, das ist schon ein bisschen riskant, aber ich habe in FIFA 18, denke ich, schon Profit damit gemacht. Und zwar habe ich einfach alle SBCs, die sich lohnen, gemacht und da habe ich dann eben Coins rausbekommen. Und mit lohnen meine ich in diesem Fall, dass du zum Beispiel eine SBC für 5000 Münzen machst und ein 25k Pack dafür bekommst. Das heißt aber nicht direkt, dass in diesem 25k Pack Spieler im Wert von 5000 Münzen auch wirklich drinnen sind. Also hierbei geht es wirklich nur um den Packwert, also es lohnt sich vom Packwert schon, aber an sich kannst du halt, wenn du überhaupt kein Packluck hast, auch mit Verlust rausgehen. Bei mir war es wie gesagt nicht so, da ich einfach Spieler wie Lukaku und, ja keine Ahnung, James Rodriguez Wants to Watch und so in solchen SBC Packs dann gezogen habe. Deswegen, falls ihr mal seht, dass ihr ein 45k Pack für, keine Ahnung, 7.000-8.000 Münzen machen könnt, dann macht diese Pack unbedingt, denn dann könnt ihr richtig, richtig gut Coins machen, denn ihr werdet früher oder später Gewinn machen, aber es ist wie gesagt dennoch riskant, falls ihr eben überhaupt kein Packluck habt. Aber falls ihr ein bisschen Packluck habt, dann müsste sich das Ganze schon lohnen. Bei mir hat es sich wie gesagt eben insgesamt dann doch gelohnt. Und dazu habe ich auch ein extra Video schon hochgeladen, also welche SBCs sich von den Ligen-SBCs lohnen. Also das gerne mal abchecken, falls ihr da eben jetzt alle machen wollt, die sich vom Pack her lohnen. Ja, okay, Freunde, dann sind wir jetzt auch schon angelangt beim zweiten Punkt und zwar geht es hierbei um 84er Investments. Ja, was meine ich mit 84er Investments? Das sind einfach Spieler, die ein 84er Rating haben und in diese Spieler kann man sehr, sehr gut investieren, wenn diese unter 2500 Münzen kosten. Im Moment sind leider alle Karten so über 3000 Münzen, also es gibt keinen 84er, der unter 3k kostet, aber wenn die eben unter 2500 Münzen kosten, dann solltet ihr natürlich unbedingt zuschlagen, denn diese Spieler steigen extrem oft wegen Squad Building Challenges, wie eben auch jetzt im Moment. Die meisten kosten so 3,3k und ja, wenn ihr die eben damals für 2500 gekauft hättet, dann hättet ihr jetzt schon mal easy 800 Münzen Gewinn. Natürlich, EA-Gebühren muss man abziehen, aber man hat natürlich trotzdem noch einen schönen Gewinn. Und teilweise kosten solche 84er Karten dann wirklich bis zu 6000 Münzen und da könnt ihr euch vorstellen, was ihr da für Coins machen könnt, wenn ihr euch jetzt einfach ein paar 84er mitnehmt, wenn die unter 2,5k kosten. Ja, ihr müsst dann einfach Geduld haben, warten, bis die richtige SBC rauskommt und immer wieder mal reinschauen. Okay, steigt der 84er und wenn er gestiegen ist, dann unbedingt verkaufen. Also wenn die irgendwie über 3,5k dann kosten, dann direkt weg damit und ab die Post und dann holt ihr euch schnell mal eure Coins ab. Das wären dann so ungefähr 1000 Münzen pro Spieler. Also Leute, holt euch einfach mal so einen Fährmann, so einen Birki, so einen Horn. Keine Ahnung, Falcao, Aduris, holt euch solche Spieler einfach mal in den Verein, nehmt euch von jedem einen mit und packt die einfach mal in den Verein. Ihr könnt da wirklich nichts falsch machen. Über die Zeit steigen die dann eben vom Preis her und deswegen würde ich euch empfehlen, in 84er Karten zu investieren. Ja, weiter geht's jetzt mit einem Tipp, der nicht so ganz leicht zu erklären ist und zwar ist der ziemlich umfangreich. Und zwar habe ich das jetzt einfach mal so zusammengefasst, dass ihr bitte alle 3 Tage in eurem Verein nachschaut, ob eure Spieler was wert sind. Ja, was meine ich damit? Ihr geht einfach wirklich alle 3 Tage, am besten natürlich auch wirklich jeden Tag, in FIFA rein und geht in euren Verein und schaut da wirklich jede einzelne Karte durch. Denn oftmals steigen solche Silberkarten easy wegen SBCs auf so 3.000, 4.000, 5.000 Münzen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr aktuell. Also das ist jetzt nicht so, dass die Spieler dann irgendwie für einen Monat so teuer sind, sondern oft ist es dann so, dass diese Silberspieler wirklich nur für 1-2 Tage so teuer sind. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr wirklich so oft in euren Verein schaut. Denn dann kann so ein Spieler, den ihr irgendwann mal für 200 Münzen oder so geholt habt, plötzlich 1 bis 2000 Münzen wert sein und dann macht ihr eben krassen Gewinn. Und auch die ganzen Non-Rare-Karten und so, die ihr im Verein drinnen habt, die müsst ihr auch einfach reinstellen und einfach mal schauen, was die wert sind. Die meisten Non-Rare-Karten kosten wirklich mittlerweile 500, 600, 700 Münzen. Also stellt die einfach alle mal so für 800, 900 Münzen rein. Das Ganze ist dann auch ein bisschen überteuert, aber dazu kommen wir später auch nochmal in einem weiteren Tipp. Also Leute, immer in euren Verein reingehen und schauen, ob
ob die Silber- und Non-Rare-Gold-Karten was wert sind. Ihr könnt natürlich auch Bronzekarten nachschauen, da gibt es auch teilweise Ausnahmen, wo Spieler auf einmal 4.000, 5.000 Münzen wert sind. Aber bei Silberkarten ist das Ganze am häufigsten, weil man diese oft wegen SBCs braucht und weil die eben am seltensten gezogen werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Silberspieler was wert sind, die ist am allerhöchsten. Um euch die Suche zu erleichtern bzw. um euch das Ganze zu vereinfachen, könnt ihr dieses Gadget verwenden auf Footbin. Da müsst ihr einfach nur das Ganze mit eurem Account verbinden und der zeigt euch dann an, also dieses Gadget, dieses Menü zeigt euch dann an, ja, wie viel Coins ihr in eurem Verein gespeichert habt bzw. welche von so Silberkarten gerade aus eurem Verein was wert sind. Also Footbin liest dann sozusagen eure Daten, sieht dann, okay, ihr habt diesen Silberspieler im Verein und dieser Silberspieler kostet gerade 6.000 Münzen. Und dann könnt ihr da einfach easy nachschauen, das wird rausgefiltert für euch, ihr seht, okay, der kostet 6.000 Münzen, dann geht ihr in FIFA rein und verkauft den. Und so könnt ihr euch die Suche ersparen, also dieses ewige Nachschauen, bei jedem Spieler reinschauen und schauen, ob der was wert ist. Aber ihr müsst auch aufpassen, denn dieses Gadget soll angeblich auch euer Passwort lesen können. Ihr müsst es nämlich auch mit der Web-App verbinden. EA Sports hat auf Twitter dazu einen Tweet rausgehauen und da haben sie gesagt, man muss da unbedingt aufpassen, weil es eben sehr gefährlich ist, dass diese Gadgets euer Passwort lesen können. Das Ganze funktioniert nämlich so, dass ihr euch ein Plugin über Footbin installiert und währenddessen die Web-App offen habt. Und dieses Plugin, das liest dann eure Web-App-Daten. Also es sieht genau, welchen Spieler ihr im Verein habt und so. Es kann auch sein eben, dass sie das Passwort lesen, aber das weiß man eben nicht so genau. Deswegen unbedingt mit Vorsicht umgehen. Ja, weiter geht's jetzt mit dem vierten Thema und hierbei geht es um das Münzen transferieren. Das fragen mich so oft so viele Leute, wie macht man das am besten, ohne dass man gebannt wird. Und die beste Möglichkeit, beziehungsweise die sicherste, die aber auch nicht zu 100% sicher ist, ist die Methode mit Informs, die eine hohe Price Range haben, aber selber gar nichts wert sind. Zum Beispiel so ein Ginter oder so, der hat zum Release-Zeitpunkt, also so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, nachdem er rausgekommen ist, da hat er irgendwie 15.000 Münzen gekostet. Die Price Range war aber, glaube ich, 100.000 Münzen oder so. Das heißt, ihr seht schon, wenn ihr den für 15.000 holt auf einem Account und ihn dann mit einem anderen Account für, ja, vielleicht sogar wirklich 100.000, sicherer wäre natürlich so 60.000, 70.000 Münzen abkauft, dann habt ihr da easy halt Coins rüber transferiert. Das Ganze geht halt wirklich nur mit Informs, die im aktuellen Team of the Week sind und die eben gerade vor kurzem rausgekommen sind, denn da ist die Price Range immer noch am höchsten. Denn wenn so ein Inform ewig auf dem Transfermarkt ist und dann irgendwie schon 4-5 Wochen alt ist, dann passen die Price Range immer an und die wird immer enger. Am Anfang ist die Price Range aber hoch, deswegen könnt ihr Coins mit solchen Informs, mit neuen, mit frischen Informs, die eigentlich nichts wert sind, aber eine hohe Price Range haben, sehr, sehr gut transferieren. Ja, Freunde, das fünfte Thema ist nochmal sehr interessant und das ist nämlich ein Trading-Tipp, den ich auch dauerhaft anwende in FIFA 18. Es ist eine abgewandelte Form vom normalen Überteuert-Verkaufen, denn beim normalen Überteuert-Verkaufen nimmt man so, ja, overpowerte Spieler mit guter Nation und guter Liga und verkauft die überteuert. Das sind im Normalfall zu 99% der Fälle halt Rare-Karten. Das Ganze geht aber auch mit Non-Rare-Karten. Da bin ich ja vor ein paar Wochen einfach drauf gekommen, dass man solche Spieler aus Top-Ligen, irgendwelche Non-Rare-Karten aus Top-Ligen, wirklich für 400 Münzen kaufen kann und für 900 bis zu 1000, bis zu 1200 verkaufen kann. Das Ganze ist wirklich möglich. Ihr könnt das so leicht Coins rausschöpfen, denn ihr verdoppelt einfach eure Coins pro Spieler. Und das Ganze geht wirklich mit allen Spielern aus den Top-Ligen. Und das ist halt auch wirklich so eine Methode, die ihr währenddessen gut durchführen könnt. Also während ihr Squad Battles spielt, während ihr Full Champions spielt, während ihr den anderen Trading-Tipp macht. Ihr müsst ja einfach nur jede Stunde das Ganze neu reinstellen, die Spieler wieder neu reinstellen. Und da macht ihr einfach nebenbei so verdammt viele Coins. Denn ihr müsst euch überlegen, ihr macht pro Spieler ca. 500 Münzen. Das ist halt echt richtig sick. Stellt euch vor, ihr verkauft 100 Spieler, das ist einmal die ganze Transferliste. Falls ihr natürlich alle Transferlistenplätze habt, dann sind das direkt mal 50.000 Münzen. Und 50.000 Münzen, das ist echt nicht wenig. Deswegen lege ich euch diesen Trading-Tipp echt ans Herz. Macht den, das ist eine abgewandelte Form vom Überteuert-Verkaufen. Aber das geht wirklich mindestens genauso gut wie das normale Überteuerte-Verkaufen. Okay, Freunde, das war es auch schon mit dem zweiten Teil der Miniserie, wie ich zum Millionär in FIFA 18 geworden bin. Falls ihr sowas in der Art noch öfter sehen wollt, wo ich euch einfach allgemeine Tipps zu FIFA 18 gebe, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, checkt gerne mein Instagram ab, FIFA_David. Mich würde sehr freuen, wenn ihr dort vorbeikommen würdet. Und vergesst natürlich nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen und dann war es das von meiner Seite aus, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video wieder. Bis zum nächsten Mal, habt immer High Hopes und ciao.